Die deutsche Wirtschaft bricht gerade komplett zusammen und währenddessen schlafwandeln Kanzler Scholz und Vizekanzler Habeck in völliger Realitätsferne. Scholz hat sich jetzt wieder auf offener Bühne völligst blamiert. Wir zeigen Ihnen diese peinlichen Ausschnitte und sprechen auch über die sogenannte Modernisierungsagenda von Robert Habeck, die er vor 2 Tagen vorgestellt hat. Was kommt da auf Deutschland zu? Eine Frage, die wir heute klären im Brennpunkt des Tages. Jetzt geht's los. Mit mir im Studio mein Kollege André Pongborg. Hallo Paul. Heute geht es um die deutsche Wirtschaft und Olaf Scholz hat sich ja am Donnerstagabend wieder mal blicken lassen im öffentlich-rechtlichen Fernsehen und zwar bei Maybrit Illner. Und die hat ihn auf die aktuelle Konjunkturkrise angesprochen, also steigende Arbeitslosigkeit, Inflation, eine schrumpfende Wirtschaft. Das steht jetzt schon fest. 2024 wird die Wirtschaft wieder schrumpfen, wie auch letztes Jahr. Und Scholz, der sieht den Fehler nicht bei sich, sondern erkennt den Schuldigen. Wir schauen mal rein. Die eine Summe bilden. Die sagen, die Mieten steigen, die Energiekosten steigen, die Mehrwertsteuer steigt, die Inflation ist dazugekommen. Und zwar war die in 3 Jahren tatsächlich richtig hoch. Und da kann man Summen bilden und sagen, dann sind auch Versicherungen teurer, da ist jede Handwerkerrechnung teurer, da ist alles teurer geworden. Kommen Sie erst sehr spät auf den Gedanken, dass die Menschen tatsächlich ärmer geworden sind in dieser Politik und in dieser Zeit? Na, jetzt finde ich, sollten Sie Herrn Putin nicht ganz rauslassen. Der hat die Gaslieferung nach Deutschland eingestellt, 50% des Gases in Deutschland. Alle haben mit einer riesigen Wirtschaftskrise für 10, 20 Jahre gerechnet, dass Fabriken für immer schließen, dass die Preise noch weiter explodieren, als sie explodiert sind. Wir haben 100 Milliarden Euro Schulden so rund gemacht, um die Preise runter zu subventionieren und Unternehmen zu retten. Putin ist schuld. Putin ist schuld. Wie könnte es anders sein? Ja. Er war mal wieder im TV. Es ging wieder mal nicht gut für ihn aus, für unseren Bundeskanzler. Und es ist schon, sagen wir mal, vielsagend, dass selbst die systemnahen Medien ihn jetzt hier wirklich so ein bisschen vorführen, wirklich die Sache auch beim Namen nennen. Alle Achtung in dem Fall. Sie merken wahrscheinlich auch, die Fälle schwimmen davon und auf Scholz ist nicht mehr zu bauen, nicht mehr zu setzen. Ich finde es auch, also es ist ja einfach verlogen eigentlich. Weil wir wissen ja, ab September 2021 war Nord Stream 2 einsatzbereit und wurde abgeklemmt, noch bevor in der Ukraine der erste Schuss gefallen ist. Das heißt, dieses Projekt war von Anfang an der etablierten Politik ein Dorn im Auge. Und wir wissen ja auch, also das ist ja, lag eigentlich von vornherein auf der Hand, dass der böse Russe Nord Stream nicht gesprengt hat. Das heißt, was er hier erzählt, Putin hätte das Gas abgeklemmt und Deutschland damit in die Konjunkturkrise gestürzt, ist ja völlig hanebüchen. Und wir erinnern uns alle noch daran, dass ja gerade Scholz es war, der in Washington neben dem US-Präsidenten stand, von dem eine Standpauke erhalten hat und auch gesagt bekommen hat, dass die USA, ich sag's mal salopp gesagt, sich um das Problem Nord Stream kümmern wird, auf die eine oder andere Weise. Also im Grunde angesagt hat schon, dass das Ding torpediert wird. Und trotzdem schiebt er jetzt Putin die Schuld in die Schuhe. Wir wissen ja auch alle, die Sanktionen gegen Russland, der Handelskrieg gegen Russland, der fast schon Krieg gegen Russland ist ja im Grunde von uns von Zaun gebrochen worden. Dass dann die Öllieferung und Gaslieferung darunter leiden, war ja wohl abzusehen. Das Problem ist wirklich hausgemacht und da hat Putin gar nichts damit zu tun. Das war der eine peinliche Auftritt in dieser Woche. Der zweite folgt zugleich und zwar war das beim Arbeitgebertag in Berlin am Dienstag, wo Scholz gesprochen hat und der Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger, der hat ihn da wirklich brutal abserviert. Wir schauen mal rein. Das hemmt uns. Wir haben so viel Bürokratie. Warum geht es nicht schneller? Nun, der Punkt, wir sehen ja alle, dass die Erkenntnis da ist und dass auch der Wille zum politischen Handeln da ist. Ja. Das erkennen wir an. Aber der Punkt ist, es ist davon bei uns in den Betrieben noch nicht viel angekommen beziehungsweise gar nichts angekommen. Beispiel Lieferketten-Sorgfaltskontrollgesetz. Wir haben mehrfach darum gebeten, dieses Gesetz entweder zu lockern oder außer Kraft zu setzen. Der Wirtschaftsminister hat uns das auch mehrfach bestätigt, dass er verstanden hat, worum es geht und dass er sich sofort an die Arbeit machen wird. Aber erreicht, geliefert hat er nichts. Dieses Jahr noch. Ich glaube Ihnen, dass, wenn die Tinte trocken ist und es bei mir auf dem Lieferschein steht, bei mir im Betrieb ankommt, dann glaube ich es Ihnen. Auch so glauben. Bei mir im Betrieb ist bisher nichts angekommen, nichts davon. Also er macht dem Kanzler hier auf offener Bühne richtig klar, dass er ihm richtig also kein einziges Wort glaubt, dass er ihm nicht traut.
bis wirklich die Tinte getrocknet ist auf dem Papier, bis dann endlich mal was Konkretes vorliegt. Mhm. Und das war ja im Prinzip eine öffentliche Demütigung von Olaf Scholz. Also das war wirklich eine Klarstellung. Auch ich glaube nicht nur gegen Scholz, sondern gegen die gesamte Ampelregierung, weil Habeck ist ja da genauso im Boot. Auch dieses Versprechen, was wir schon immer gehört haben, ich kenne das mein ganzes Leben lang als Unternehmer, Bürokratieabbau. Nichts ist jemals passiert. Ja. Und natürlich jetzt hier diese Ankündigung, ja, man wollte dieses Lieferkettengesetz endlich wieder canceln. Habeck hat ja auch schon damit getönt. Es ist wirklich nichts passiert. Und wir dürfen uns nochmal in Erinnerung rufen, worum es da auch wirklich geht, dass eben deutsche Unternehmen nicht nur in ihrer Reichweite, in ihrer direkten Armlänge dafür sorgen sollen, dass bei der Arbeit, im Arbeitsprozess Menschenrechte wirklich gewahrt bleiben. Da sind wir alle dabei, glaube ich. Mhm. Sondern sie müssen auch dafür sorgen, dass Zulieferer und die ganze Zuliefererkette sich daran hält. Also die deutschen Unternehmen sollen schauen, dass irgendwo ganz, ganz weit im Ausland das Unternehmen sich pingelig genau an unsere moralischen Vorgaben hält. Ja. Das ist doch nicht mehr konkurrenzfähig. Ja. Das ist völlig unrealistisch und vor allem, da werden die Unternehmen zum Handlanger der Politik gemacht. Die Unternehmen sollen jetzt Politik machen, weil es die Politik scheinbar nicht hinbekommt. Und das geht gar nicht. Und das Gesetz ist ja schon seit Monaten gültig. Man hätte schon längst was machen können. Also richtig. Olaf Scholz tut jetzt so, als wäre das sein Hauptprojekt, sein neues, dieses Lieferkettengesetz aufzuweichen. Dabei, wie gesagt, ist das seit früher aktiv und in der Politik ist nichts passiert. Die Unternehmen hatten zu leiden darunter und das in einer wirklich wirtschaftlich sehr, sehr schwierigen Phase. Richtig, jawohl. Also es ist beachtlich und Rainer Dulger hat dann noch seinen Rundumschlag gegen die etablierte Politik fortgesetzt. Die Wirtschaft schrumpft, die Arbeitslosigkeit steigt. Der Standort Deutschland hat für Investoren an Attraktivität verloren. Gleichzeitig nehmen Regulierung und Bürokratie zu. Unsere Unternehmen sind noch wettbewerbsfähig, auch weil sie stark im Ausland investiert haben. Aber der Standort Deutschland ist es nicht mehr. Ja, wenn ich vielleicht mal einwerfen darf, also ich möchte noch mal darauf hinweisen, er sagt was ganz Richtiges. Regulierung und Bürokratie nehmen zu. Ich bin ja nur mein ganzes Leben lang, mein Arbeitsleben lang, auch Unternehmer mit einem kurzen Ausflug in den Landtag mal, davon mal abgesehen von den einigen Jahren. Ich kenne es auch wirklich nicht anders. Jedes Mal, bei jeder Wahl, in jedem Wahlkampf das Versprechen, man möchte den kleineren und mittelständischen Betrieben vor allem helfen, man möchte Bürokratie abbauen, man möchte deregulieren und stattdessen wird es Jahr für Jahr mehr. Mhm. Und irgendwann platzt das Ganze natürlich. Ja. Scholz hat jetzt auch einen Krisengipfel geplant im Kanzleramt am kommenden Dienstag. Wo er zum Beispiel, also der Arbeitgeberpräsident, nicht eingeladen ist, sondern nur die großen Industriebosse kommen dann. Warum wohl, genau. Auch der Mittelstand ist da nicht dabei, auch Handwerker sind nicht dabei. Und Christian Lindner, der hat von diesem Treffen erst nach Verkündung erfahren, das muss man auch sagen. Als Finanzminister. Die Ampel zerfleischt sich gerade selbst. Also der eine weiß nicht, was der andere macht. Das ist ein völliges Querschießen. Ja. Habeck macht einen Schnellschuss, Lindner weiß nichts davon und umgekehrt. Und Lindner macht deswegen am selben Tag einen Alternativgipfel, wo er dann den Arbeitgeberpräsidenten einlädt, wo er Handwerker einlädt und Mittelstandsvertreter. Ja. Also allein daran sieht man ja schon, diese Regierung weiß nicht, wo es lang geht. Die geht völlig getrennte Ende. Wege und es hat fertig. Also völlig am Ende. Um es auch nochmal wirklich auf den Punkt zu bringen, also Scholz, also das einzig Wahre an dem Krisengipfel ist wirklich, dass er das Wort Krise vielleicht auch mit verwendet hat. Ja. Aber was macht er? Er lädt wirklich nur ganz gezielt die Industrie ein. Ne? Und jeder, der sich mit Wirtschaft in Deutschland auskennt, der weiß, dass der kleine Mittelstand das Rückgrat der Wirtschaft ist. Also wie kann man einen solchen Krisengipfel der Wirtschaft im Grunde anberaumen, ohne wenigstens einige Vertreter des kleinen Mittelstandes dabei zu haben? Und da springt nun Lindner richtig in die Bresche. Eigentlich wäre es die Aufgabe von Habeck jetzt gewesen, vom Wirtschaftsminister, zu sagen, lieber Bundeskanzler, da fehlen aber einige auf dem Bankett. Er hält sich natürlich völlig zurück, an dieser Stelle jedenfalls. Und Lindner macht das schon richtig und sagt, das holen wir mal die alle mit ran, zu einer fast Gegenveranstaltung, kann man ja sagen, die wirklich mit den Themen sich beschäftigen müssen und vor allem die auch die Prügel von den Bürgern abkriegen da draußen. Habeck hat was anderes am Laufen und zwar hat er diese Woche ein Impulspapier vorgestellt, als großer Philosoph ein Impulspapier, wo er sich auch so als Anwalt der Wirtschaft, er hat sich wirklich selbst so genannt, ich weiß, darstellt und als überparteiliche Instanz sozusagen, der jetzt die Gründung eines Deutschlandfonds fordert. Also Habeck schwebt wieder mal über den Ding. Wir können mal reinhören, was er da zur Einleitung gesagt hat. So viel geschafft wurde, es reicht nicht,
um Deutschland in einer völlig veränderten Weltlage in Europa wettbewerblich neu und stark zu positionieren. Deswegen dieses Update für die Wirtschaft, das Impulspapier, das ich geschrieben habe, um aus wirtschaftspolitischer Sicht als Anwalt der Wirtschaft und damit natürlich des Fundamentes für stabile Volkswirtschaft und damit stabile Demokratie in Deutschland Beiträge zu leisten. Der Deutschlandfonds soll wieder einmal mehrere hundert Milliarden Euro umfassen. Wo die herkommen sollen, hat Habeck nicht gesagt. Auf jeden Fall soll es dann zum Beispiel eine Investitionsprämie geben für Unternehmen. Also das sind dann 10% der Investitionskosten, die man als Prämie bekommt. Dann soll aus diesem Fonds die Infrastruktur gerettet werden. Wir leben ja in einem Land, wo mittlerweile Brücken einfach mal zusammenbrechen, wie in Dresden Wahnsinn. Passiert. Digitalisierungsschübe. Mhm. Wobei Habeck da vor allem eine Deutschland-App vorschwebt, wo man sich Sozialleistungen per App abgreifen kann. Bürgergeld zum Beispiel. Macht es natürlich für Migranten noch attraktiver. Schön Bürgergeld über Smartphone bestellt. Ja, das alles soll der Fonds umfassen. Eigentlich gibt es ja dafür den Bundeshaushalt. Also es ist wieder mal so ein Schattenhaushalt, der einfach hochgezogen werden soll. Also hier merkt man, die einzelnen Akteure wollen im Grunde wirklich irgendwie glänzen jetzt in der Öffentlichkeit. Jeder macht so sein eigenes Ding, möchte damit in die Medien kommen. Ich war fast ein bisschen erschrocken und gleichzeitig amüsiert, als er das Wort Volkswirtschaft so betont hat. Oh ja. Also Habeck kann ja weder mit dem Begriff Volk eigentlich irgendetwas anfangen, noch hat er von Volkswirtschaft irgendeine Ahnung, dieser Mann. Und hier geht es wirklich darum, hier wollen sich die einzelnen Akteure profilieren. Und der Lindner ist an dieser Stelle dabei immer noch am glaubwürdigsten für mich, auch wenn er natürlich viele Dinge hat, wo man ihn kritisieren muss. Scholz und vor allem Habeck machen hier eine ganz schlimme Show und ich glaube, den kann man doch überhaupt noch nichts mehr abnehmen. Bezeichnend ist ja auch, es gibt ja verschiedene Presseberichte darüber, wie Habeck immer wieder darüber philosophiert, dass er, also im Ich-Modus spricht, dass er das macht. Er hat geschrieben, er hat vor, er will tun, er will machen. Und ich glaube, da kommt so der Möchtegern-Philosoph vor, der mit wenig geistreichen Gedanken leider Deutschland retten will. Das geht absolut in die Hose. Und auch davon hat Lindner nichts gewusst, muss man sich mal vorstellen. Mehrere hundert Milliarden Euro schön eingeplant. Der Finanzminister weiß nichts davon. Und ich meine, die Ampel ist ja schon mal damit auf die Fresse geflogen. Ja. Und zwar mit diesem, wenn du dich erinnerst, dieser Klima- und Transformationsfonds. Das war ja auch ein Riesending. Den haben sie einfach hochgezogen für die Klimapolitik, 60 Milliarden. Und dann haben die Richter in Karlsruhe gesagt, das ist verfassungswidrig, geht das nicht. Geht so nicht. Geht nicht. Und genau dasselbe ist ja jetzt hier mit diesem Deutschlandfonds der Fall. Ja. Und es gäbe ja eigentlich im regulären Haushalt, ich meine, der ist ja dafür da, Straßen zu finanzieren, Brücken zu bauen und so weiter, gäbe es so viele Möglichkeiten zu sparen. Unzählige. Allein diese, diese Klassenkampfkasse von Lisa Paus, also dieses Bundesprogramm Demokratie leben, wo wirklich Millionen Euro verpulvert werden für irgendwelche Antifa-Initiativen, da könnte man so viel sparen, migrationspolitisch, aber das wird gar nicht Also, angedacht. Du sagst es wirklich, es gäbe tatsächlich unzählige Stellschrauben, wirklich mal so eine halbe Milliarde im Jahr weniger an linksextreme Netzwerke pumpen, ja, diesen ganzen Gender-Blödsinn einfach mal sein lassen, diese ganzen Transgender- und Lobbyarbeiten dort wirklich mal herunterfahren. Es würde Geld im Überfluss da sein. Und bezeichnend war natürlich auch, dass der Habeck kommt, also in seiner Initiative für die Volkswirtschaft, ich wiederhole das nochmal, als einen wichtigen Baustein wirklich eine Sozialkassen-App zu erwähnen. Also wir alle wissen, wir wollen ja soziale Marktwirtschaft. Ich persönlich möchte gerne ökosoziale Marktwirtschaft. Aber an diesem Punkt, in dem Moment, geht es eben mal nicht um das Sozialsystem, sondern darum, wirklich die Wirtschaft zu pushen. Sie kommen aus ihren alten Strickmustern und Denkmustern einfach nicht raus. Den sitzt der Sozialismus in den Knochen, das werden die auch nicht wieder los. Ja, spannend wird natürlich, ob dieses Gebilde namens Ampel bei all diesen Ego-Shows noch durchhält bis zum Ende des Jahres. Oder ob es dann verfrühte Neuwahlen gibt. In dem Fall wäre dann Alice Weidel schneller als Kanzlerkandidatin im Spiel, als sie erwartet hätte. Das stimmt. Und mit ihr haben wir darüber gesprochen, also über diesen geplanten Kanzlerwahlkampf. Und der erste Teil unseres großen Interviews mit Alice Weidel erscheint am Sonntag um 18 Uhr. Das dürfen Sie auf keinen Fall verpassen. Am Samstag, 18 Uhr, ebenfalls ein spannendes Gespräch und zwar mit unserer Kollegin Stefanie Elsässer, die ein Buch geschrieben hat und zwar darüber, wie sie von Nancy Faeser zur Staatsfeindin gemacht worden ist,
wie sie entrechtet wurde, wie die Polizei dann plötzlich an ihrem Bett stand, frühmorgens. Und natürlich auch ihre Lebensgeschichte so ein bisschen, wie sie zum Widerstand fand. Da gibt es 18 Uhr am Samstag ein entsprechendes Interview. Und dann gibt es ja am Samstag auch noch eine schöne Sache. Wir haben morgen noch was Schönes vor, ganz genau. Winterschlussverkauf vom Kompakt-Magazin GmbH. Das heißt, Sie können uns unterstützen, damit wir noch ganz viele solche schöne Sendungen wie heute hier auch machen können, produzieren können. Morgen Winterschlussverkauf. Es kommen viele neue Ware ins Lager rein. Wir brauchen also Platz. Es muss alte Ware raus, aber die ist nicht etwas schlecht. Nein, die ist sogar teilweise kostbar geworden. Und morgen in Stößen auf Rittergut Nöbeditz können Sie diese erwerben, direkt mitnehmen, können sich was zusammenstellen, können sich Weihnachtsgeschenke auch schon dort sichern. Jürgen Elsässer wird auch da sein, Steffi Elsässer wird da sein, es kann mit den Leuten gesprochen werden, es können auch mal Autogramme abgeholt werden. Morgen ab 12 Uhr Rittergut Nöbeditz in Stößen. Und André ist auch dabei. Nicht verpassen. Ich bin auch dabei. Abstauben in Nöbeditz. Gerne wieder mitkommentieren und abonnieren den Kanal. Und dann sehen wir uns am Montag wieder mit dem nächsten Brennpunkt des Tages. Und wie gesagt, Samstag, Sonntag, 18 Uhr, sehr interessantes Programm hier auf dem Kanal. Tschüss. Tschüss.